Hallo Leute, es geht weiter mit Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Und ich spiele jetzt gerade einfach direkt im Anschluss und ich höre mir jetzt nochmal die Geschichte an, damit ich weiß, wie ich die Reihenfolge machen soll, anstatt rumzuraten. Traumweberin. Ja? Erzähl mal, oder eher, Beron, erzähl's nochmal ihr. Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen, doch sei die Splitter mögen... Sobald du sie gefunden hast. Woran? Sie sind da. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und okay. Ich suche ohne. Ich weiß halt nicht, was das mit dem Schlüssel dann auf sich hat. Aber ich habe mich hier doch ein bisschen vertan, merke ich gerade. Dann machen wir das nochmal rückgängig hier. Zauberflöte. Artefakt. Also das Artefakt muss als jedes, auf jeden Fall als letztes, weil das ist dieser Reif. Und danach hört die Geschichte auf. Von dem Schlüssel weiß ich nichts, also beginne ich mit dem einfach mal mutig und dann kommt die Menschenmenge. Ich habe aber nichts, ich habe keinen Vorhang oder sowas. Es sei denn, es gibt noch mehr Objekte und ich habe sie gar nicht jetzt alle die richtigen gefunden. Vielleicht ist der Schlüssel auch vollkommen falsch. Ich weiß nicht, ich mach's mal erstmal vielleicht, ja. Er hört dann die Stimme, dann das Feuer oder die Feder. Ich glaube, dann kommt erst das Feuer. Kommt schon wieder durcheinander. Erst Feuer und Feder oder Feder und Feuer? Nimm die Feder. Sonst tausche ich die beiden jetzt nochmal. Traumweberin. Ja. Wo? Sie sind da. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem ein Mann hält. Ich suche. Also Stimme, Feder. Stimme, Feder ist schon richtig, Feuer reift, das stimmt so. Ich glaube, der Schlüssel ist nun nicht richtig. Vielleicht kann ich ja doch noch was tun. Der Vorhang, hallo? Hier ist doch sogar ein Vorhang, kann ich den nehmen? Komm zurück! Nein, du musst den Vorhang nehmen. Komm zurück! Was mache ich jetzt? Kein Schloss. Was kann ich jetzt... Kann ich die anderen Objekte... Ich muss, glaube ich, noch was kombinieren. Zauberflöte habe ich schon benutzt. Vielleicht kann ich die Rabenfeder oder das Feuer benutzen. Ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Weil Feuer und Menschenmenge würde doch passen mit dem Scheiterhaufen. Feuerschleier. Hat nicht funktioniert. Dann vielleicht die Feder... Och, und den Reif nehmen wir auch gleich mit und, ne, probieren jetzt einfach mal alles aus. Ist ja auch dusselig, klar, die Geschichte ist ja auch ein Vorhang, etwas, das wie ein Vorhang vor ihm fällt. Die Menschenmenge teilt sich, bla 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 bla. Schleiereule. Ja, er macht jetzt hier, weiß ich auch nicht. Ringvorhang. Hä? Kein Schloss. Ich sehe einen geschlossenen Vorhang. Dahinter plätschert Wasser. Wie er so dösig vor sich hinredet. Ja, wie kommst du mal an den Vorhang heran? Nimm ihn dir doch einfach. Hier, kaputt machen. Es ist nicht gut. Ich mache alles wieder heil. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Ich mache alles wieder gut, Nori.
aufwachen, Geron? Nein. Nein, noch nicht. Ich muss noch weiter schlafen. Ja, Geron, aber wir wollen jetzt ja diese Puppe, das Ding hier, diese kleinen... Wie hießen denn nochmal? Raunenknollen hier, die lenken mich voll ab, diese kleinen Putzigen. Ich will die ganze Zeit so ein Ding mitnehmen, aber okay, ich kümmere mich wieder hier um die richtige Aufgabe. Ich will den Vorhang. Wie komme ich an den Komm Vorhang? Komm zurück! Ich geht aber nicht. Nein, es geht nicht. Kann ich hier irgendwas kombinieren miteinander? Der Schlüssel ist halt so überflüssig. Kann ich Nuri irgendwie... Weiß nicht. Nuri, helf mir doch mal. Vielleicht will es der Rabe haben. Behalt das ruhig. Ich will den Vorhang, weil das ist... Ich glaube, das ist das richtige Objekt zum Ranhängen. Oder ich denke völlig falsch gerade. Aber ich glaube, wir brauchen den. Ich weiß nur nicht wie. Feuerschleier. Jetzt ist der Vorhang offen. Dahinter badet Nuri in der Zauberquelle. Ja, das gefällt dir, ne? In deinem kleinen erotischen Nuri-Traum hier. So. Schleiereule. Aber wir müssen den Vorhang kriegen. Das ist jetzt wichtiger. Kein Schloss. Gib mir den Vorhang. Ich meine, es muss doch... Komm zurück! Muss doch auch irgendwas mit dieser Menschenmenge auf sich haben, die man hier sieht, oder? Ich gehe nochmal weg. Vielleicht, ja, muss ich einfach was anderes noch ausprobieren. Kann ich... Das Einzige, was ich nie ausprobiert habe, ist die Zauberflöte. Lass mich raten, die ist es jetzt, oder was? Das wäre echt doof. Klangteppich. Ich spiele Nuri was vor. Wie wär's damit? Ja, Nuri halt, ne? Klangteppich. Ach, Geron, echt, du gehst mir auf den Pinsel hier. Du musst doch irgendwie an diesen Vorhang kommen können. Unglaublich. Oder ich habe echt noch nicht alles eingesammelt. Hier oben. Wie könnte ich denn mit einer Schere oder so, einem Messer den Vorhang abnehmen? Das wäre ja halt eine Idee, aber ich sehe hier nichts. Wie komme ich an den denn ran? Ich verstehe das nicht. Kann ihn nicht kaputt machen? Mit Feuer nichts machen? Das funktioniert ja alles irgendwie nicht. Ich verbrenne mich. Flammengefieder. Feuerflöte. Schöne Wörter. Feuer hilft hier nicht. Kann ich das kaputt machen? Es ist nicht gut, wenn... Es ist nicht gut. Das darf ich nicht. Es ist nicht... Kannst du was heile machen? Ich mache alles. Ich bringe alles. Die Zeit schläft. Ich räume. Ich bringe alles. Ich mache alles. Komme ich hier schon wieder nicht weiter und hänge hier an so einer doofen Stelle fest, nur wegen diesem Vorhang? Komisch. Irgendwie. Komisch. Hier, du... Kriegst einen Schlüssel, Traumweberin. Bitteschön. Behalte den Schlüssel ruhig. Ich glaube, ich bleibe diese Nacht hier draußen. Das ist schön. Nuri, Vorhang und so. Kann ich mit Nuri noch irgendwas machen? Will sie die Feder haben? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Nein, noch nicht. Nicht trödeln, Geron. Nee, nochmal ihr was vorflöten mache ich auch nicht. Schlüssel will sie auch nicht. Ja, ich hänge fest. Toll. Komm zurück. Nein. Und wenn ich ihr jetzt was vorflöte? Geht nicht. Nuri ist halt auch nicht mehr anzuvisieren. Ich sehe einen geschlossenen Vorhang dahinter. Ja, du siehst einen geschlossenen Vorhang.
Und da ist eine Menschenmenge und die jubelt zum Scheiterhaufen. Jetzt mach hier das Feuer hin und... Feuer, Schleier. Genau, passt doch, super. Feuer. Hallo, Nuri ist hier. Lalalala. Keine Ahnung. Ich blick nicht durch. Ich brauche ein Werkzeug. Warum kann ich nicht an diese Kiste? Hier sind auch immer so schwarze Flecken. Gehören die da hin? Also, ist das normal? Das ist alles so doof. Ja, ich meine, ich freue mich, dass wir weiterkommen, aber jetzt kommen wir gerade gar nicht wieder weiter und das ist nicht schön. Hier hängt so viel rum. Nimm dir einfach eine Schere, ein Messer, einen scharfen Stein, irgendwas, womit du den Vorhang abschnibbeln kannst und hier ist was. Hier, da war was, da hat was geblinkt. Ich hab's genau gesehen oder auch nicht. Oh Mann, wo habe ich mich vertan? Man konnte doch hier in den Einstellungen Hotspot-Anzeige mal machen. Das mache ich jetzt mal eben. Ich will doch eine Hotspot-Anzeige haben. Gib sie mir, wenn ich wüsste wie. Hier. Sanduhr. Ach, guck mal, da haben wir was verpasst. Der Sand rieselt nicht mehr. Der Sand rieselt nicht mehr. Der Sand rieselt nicht mehr. Wir brauchen Sand. Sand. Gib mir Sand. Vielleicht haben wir was übersehen. Die Zeit schläft und niemand weckt sie auf. Wichtig. Wichtiges Merkmal. Habe ich hier noch was verpasst? Nö, hier ist es echt nur der Vorhang. Komisch. Dann machen wir den nochmal zu. Komm zurück! Und hier ist es echt nur die Sanduhr irgendwie, die ich Hotspot-mäßig betätigen kann. Ja, ich habe jetzt das ganze Spiel bin ich ohne Hotspot ausgekommen. Aber jetzt bin ich gerade froh, dass ich das mit der Sanduhr wenigstens weiß. Hilft mir das weiter? Warum ist immer alles unerreichbar? Und das sagst du auch in der Wirklichkeit. Das ist ja schön. Schlüssel. Mein Arm ist... Dann mach sie doch einfach kaputt. Das kannst du doch. Es ist nicht gut, wenn Dinge kaputt sind. Aber dafür haben wir was Scharfes. Oh nein. Oh doch, wir haben was Scharfes. Eine Glasscherbe. Wir kommen weiter. Lalalala. Hotspot gelohnt. Siehst du, ich wollte was Scharfes. Was habe ich gesagt? Tata, tata. So, jetzt aber. Du hast uns alle umgebracht. Warum hast du uns umgebracht? Der Seher hat es gewusst. Er bringt das Ende, hat er gesagt. Hört auf. Warum hast du uns umgebracht? Hört auf! Redet, was ihr wollt, aber ich werde Nuri retten. Mein Gott, wie dramatisch. Und was hat er denn für Leute in seinem Leben? Echt, alle machen ihn fertig. Der kriegt noch irgendwann Depression und macht Selbstmord oder keine Ahnung. Der arme Geron, ganz ehrlich. Denn so schlimm ist er ja nun auch nicht. So, jetzt aber nochmal nach Reihenfolge. Jetzt haben wir den Vorhang, der fehlte mir. Tada, Vorhang. So. Menschenmenge teilt sich, dann hört er eine Stimme. Voll die Feder, die da runterfällt. Ein helles Feuer, also Scheiterhaufen. Und der Reif, den er dann da auch sieht. Ja, super. Geschafft. Geschafft. Thank you.
Du! Du bist es! Du bringst das Ende! Corvus! Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat. Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Oh, wir haben es geschafft. Das ist ja toll. Ich mag die Traumweberin übrigens echt gerne und irgendwie hat sie so was Trauriges an sich. So, sie ist auch so alleine hier und mein erster Gedanke war, dass sie mit ihrer Schwester auch irgendwie nicht klarkommt oder dass sie das nicht gut findet, was ihre Schwester macht oder so. Aber naja. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Ein Reich der Angst. Wo? Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri! Eisiger Empfang. Oha, wir sind wieder zurück in der richtigen Welt, aber alles hat sich verändert. Alles ist kalt. Irgendwie einsam und tot. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Trotzdem ist es alles nicht wie vorher irgendwie. Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Habe ich denn irgendwas überhaupt bei mir? Ja, Messer. Nuri wird es verzeihen. Ja, Nuri wird es verzeihen. Nuri hat ihn in die andere Welt geschickt. Ich frage mich, ob die sich überhaupt wieder jemals vertragen irgendwie. Weil so wirklich, Also irgendwie wollte sie ja gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also irgendwie kam es mir so vor, als wäre es ihm jetzt auch egal, was mit ihm passiert. Und er redet immer noch so nett von ihr und als wäre gar nichts passiert irgendwie. Verrottet und erfroren. Oh. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Oh, wie schlimm. Und gerade eben waren das noch so süße Dinger. Eine Alraune hat überdauert.
Und die reißt du raus und nimmst sie mit. Richtig so. Nori wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat. Nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Ja. Das ist doch nicht normal, Geron. Aber sie ist ja auch anscheinend nicht mehr zurückgekommen. Naja, gehen wir mal hier weg. Alles eisig. Alles anders als vorher. Aber zugegebenermaßen wunderschön. Also alles so schneeig und vereist. Auch die Geräusche. Man kann sich so gut da rein empfinden irgendwie. Was ist hier noch? Flechte. Fest verwachsen. Kannst du die abschneiden? Wer weiß, wozu das noch gut ist. Nehmen wir mal einfach alles mit, was wir so finden. Ja. Wer ist das denn? Tja, wer das ist, das erfahren wir im nächsten Part, würde ich sagen. Dann nehmen wir nochmal hier mit, was wir mitnehmen können. Der hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Ja, wir nehmen einfach alles mit, wie gesagt, was wir können. Ist hier noch irgendwas zu mitnehmen? Bevor wir mit ihm reden, dann würde ich sagen, reden wir mit diesem Mann hier im nächsten Part von Satinavs Ketten. Und ja, ich hoffe, es hat noch ein gutes Ende hier. Bis dann!